So, das hier ist die vordere Kamera. Nach links neigen. Achso, jetzt fängt er wieder an zu quatschen. Gut, muss ich wieder ausmachen. Voice-over. Voice-over aus. Genau. Also, das ist jetzt die vordere Kamera, aber ich mache jetzt das Handy zu. Ich habe jetzt mal den Stereo-Ton des iPhone XS Max ausgeschaltet, weil ich den nicht so berauschend finde. Das klingt dann immer, das hatte ich ja erzählt, das klingt dann immer so ein bisschen, ja, und jetzt habe ich mal das auf, also jetzt müsste es Mono kommen. Ja, und ich hoffe, dass der Ton an sich, also der Klang der Stimme ein bisschen besser rüberkommt. Ja, einfach mal als Test. Dieses Video habe ich wieder in 720p. Das reicht für so eine Sachen. Ich denke mal, dafür brauchen wir kein 4K. Und ich weiß auch gar nicht, ob der das wirklich in 4K hochgeladen hat. Letztens ist auch eigentlich nicht so wichtig, weil viel wichtiger ist ja, dass der Ton ordentlich ist. Das ist mir auf jeden Fall wichtiger, dass ihr mich versteht. Und ich kann auf den Stereoton gut verzichten. Weil ich sag mal, wenn ich wirklich Stereo haben will, dann schließe ich mein Showmotiv an. Und das ist immer noch besser als der Stereoton vom iPhone XS Max. Ja, und so nimmt die Kamera halt in Mono auf vom iPhone XS Max. Können die anderen natürlich auch alle. Vor allem auch gerade die neueren, da kann man ja auch, denke ich, den Stereoton ein- oder ausschalten. Ja, und ich finde, ist gar nicht mal so schlecht. Also für Stimme, wenn ich jetzt also wirklich nur rede und rede oder so wie jetzt, ich sitze auf dem Bett und quatsche, dann kann man ja ruhig auch Mono nehmen, bin ich der Meinung. Ist am schnellsten. Ja. Und ja. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen klingt. Ich höre mir das gleich nochmal an. Aber ich denke mal, dass ja, für Sprache ist das besser als dieser Stereoton, der dann halt, ja, den ich nicht so berauschend finde vom iPhone. Also zumindest, wenn man etwas weiter weg ist. Wenn man ganz nah rangeht, geht es einigermaßen, aber da eignet sich dann Mono doch besser. Und ja, Stereo dann lieber mit einem externen Mikrofon, finde ich. Also, naja, aber vielleicht habt ihr ja andere Erfahrungen gemacht oder keine Ahnung. Es gibt ja auch Leute, die gesagt haben, dass der Stereoton vom iPhone XS Max nicht so schlecht ist. Ja, das ist halt Ansichtssache. Es kommt halt immer darauf an, wie man das Ding hält. Aber ich sag mal, also Stereo kommt schon mit einem externen Mikrofon besser, finde ich. Aber das ist halt nur meine Meinung und jeder kann das anders sehen und jeder kann es ja auch anders, viele arbeiten ja auch anders mit dem iPhone und da ich aber es ja oft zuklappe und versuche die Kamera dann zu verdecken, damit man mich nicht so sieht, weil ich ja nicht weiß, was man sieht. ja, ist da der Monoton schon, denke ich mal, besser, wenn ich die internen Mikrofone nehme. Und der Stereoton dann mit dem externen Mikrofon, weil da kann ich dann sagen, gut, das externe Mikrofon, das kann ich dann auf mich richten und ja, klingt einfach dann dementsprechend besser. Jo, dann lade ich das Video gleich mal hoch und dann, jo, hört man sich, ne? Bis demnächst.